Geld, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisskanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management. Willkommen bei der Sendung Geld, einen guten Abend. Der Fäufer und das Weckli-Haar, der alte Dialektausspruch, drückt die angenehme Situation aus, wenn man sich nicht zwingend zwischen zwei Sachen muss entscheiden, sondern Vorteil von beiden kann haben. Genau das eben, der Fäufer und das Weckli bedeutet in der Finanzwelt Wandelanleihen. So Wandelanleihen sind eine Mischung zwischen Aktien und Obligationen. Das Risiko für die Anleger bleibt beschränkt und man hat regelmäßige Zinserträge wie bei einer klassischen Obligation, aber man kann trotzdem vom Kurspotenzial von Aktien partizipieren. Wandelanleihen sind, wie es der Name schon andeutet, Anleihen, also Obligationen, die sich in Aktien vom Herausgeberunternehmen umwandeln lassen. Welches sind die Vor- und Nachteile von diesen Papieren? Und wie kann man jetzt als Privatanleger davon profitieren? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Ivan de Plazes, Leiter Asset Management bei Swisskanto Invest. Ja, Wandelanleihen verbinden Vorteile von Aktien, aber auch von Obligationen. Eignet sich die Papiere darum besonders für Anleger, die auf der einen Seite nicht zu viele Risiken eingehen wollen, aber trotzdem das Ertragspotenzial von Aktien nutzen wollen? Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben eine Kombination von Aktiencharakter und Obligationencharakter. Wandelanleihen charakterisieren sich dadurch, dass sie eigentlich ein nominales Rückzahlungswert haben. Im Jahr gesagt, im schlimmsten Fall. Auf der anderen Seite kann man gleich ein bisschen partizipieren an der Aktienmarktentwicklung. Also jetzt hören wir, mehr Sicherheit, regelmäßige Zinserträge und eben, man kann nur am Ertragspotenzial von Aktien partizipieren. Das tönt ja wunderbar, aber welches ist der Haken? Weil gratis gibt es ja in der Finanzwelt nie etwas. Wo sind die Nachteile? Nein, es ist klar. Eine Risikoprämie gibt es nur immer, wenn man Risiken eingeht. Und wenn man weniger Risiken eingeht, gibt es eine kleinere Risikoprämie. Aber man muss klar verstehen, dass man bei einer Wandelanleihe tendenziell einen tieferen Coupon überkommt als bei einer normalen Obligation. Punkt 1. Und Punkt 2. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann partizipiert man natürlich nicht so stark an dieser Kursentwicklung, wie wenn man voll in Aktien investiert wäre. Interessant aber ist, dass gerade professionelle Anleger, institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen, die nutzen gar nicht so viel, die Wandelanleihen. An was liegt das? Hat es eben doch einen Haken? Nur mehr. Es ist in der Tat so. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Auf der einen Seite ist natürlich das Universum von Wandelanleihen relativ klein. Das heisst, man muss sich dann auf bestimmte Unternehmungen konzentrieren. Und auf der anderen Seite haben die institutionellen Investoren natürlich über die Diversifikation von verschiedenen Anlageklassen hinweg, namentlich natürlich auch über Aktien und Obligationen, schon selber so einen Mischcharakter konstruieren, der dann einer Wandelanleihe ähnlich kommt. Innerhalb von der Kategorie von der Wandelanleihe gibt es wichtige Unterschiede, die man als Anleger sollte kennen. Hier wird nämlich unterschieden zwischen Wandelanleihen mit Wandlungsrecht und Sättigen mit einer Wandlungspflicht. Man hat also das Recht oder die Pflicht, die Anleihen während der festgelegten Zeit in Aktien umzuwandeln. Bei einer Pflicht Wandelanleihen kann man nicht wählen. Hier muss man die Anleihe zwingend spätestens beim Laufzeitende in Aktien umwandeln. Man hat darum ein höheres Risiko. Bei den meisten Wandelanleihen hat man nur ein Wandlungsrecht. Man kann also selber entscheiden, ob man wandelt. Wann ist das sinnvoll? Sinnvoll ist es dann, wenn der Wert der Aktie, der zugrunde liegenden Aktie, höher ist als der Rückzahlungswert der Wandelanleihe. Jetzt sind aber momentan die Zinsen extrem tief. Sind Wandelanleihen in dem Tiefzinsumfeld, wo wir momentan sind, auch eine sinnvolle Anlage respektive? Was für Papiere sind momentan attraktiv? Ja, Wandelanleihen hat ja, wie ich gesagt habe, also einen Charakter wie ein Mischportfolio. Und ein Mischportfolio, ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und Obligationen, macht in jedem Marktumfeld Zins, in einem Tiefzinsumfeld. Und darum kann man sagen, Wandelanleihen kann ja jetzt in meinem aktuellen Umfeld durchaus abgebracht sein. Das Problem allerdings bei vielen Wandelanleihen ist, dass man doch einen rechten Betrag muss investieren muss. Was für Möglichkeiten hat man, wenn man jetzt als Privatanleger sagt, ich will die so Wandelanleihen nutzen, aber eben, man hat vielleicht nicht so viel Geld, dass man gerade in mehrere so Papiere investieren kann?
Ich glaube, das Kerninvestment von einem Privatanleger muss immer ein breit diversifiziertes Mischportfolio sein, in Form beispielsweise von einem Strategiefonds. Wenn man nebenbei nur die Wandelanleihen beimischen, dann empfehle ich ganz klar, dass man das ebenfalls über ein Kollektivvehikel macht, beispielsweise über einen Fonds. Genau, um nicht sich in einzelne Unternehmensrisiken zu bewegen. Danke vielmals, Ivan De Platzes. Das Leben zu zweit, das ist der Stoff für manche Liebesfilm oder Liebesroman. Das Leben zu zweit hat aber auch ganz unromantisch finanzielle Konsequenzen. Man übernimmt füreinander Verantwortung, trägt in der Praxis aber auch gemeinsam einige Risiken. Das sind sich viele zu wenig bewusst. Eine plötzliche Erwerbsunfähigkeit kann für eine Partnerschaft zu einer schwierigen Belastungsprobe werden. Noch schlimmer sind die Folgen eines Todesfalls. Darum lohnt es sich, möglichst in guten Zeiten Gedanken zu machen, was es für ein Paar bedeutet, wenn es sich für ein Leben zu zweit entscheidet. Und was man dabei achten sollte, zeigen wir das nächste Mal wieder hier im Geld. Ich wünsche Ihnen erst recht einen romantischen Abend. Geld präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teil H an 100% Swissmade Asset Management.